Wir sind seit 3 Tagen jetzt in einem Retreat und im Bemühen, diesen Geist zu stillen. Und ich möchte einfach quasi einmal über die Werkzeugkiste gehen, weil, wie ich hoffe, auch jenen von euch, die neu auf der Wiese sind hier, geht langsam auf, dass das ein sehr viel größeres Unterfangen ist als einfach eine Anwendung einer überschaubaren Technik oder einer Gewöhnung des Geistes an eine bestimmte Methode. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwo etwas von der Vielfalt und der Fülle an Werkzeugen retten. Wenn wir uns den gesamten, quasi die gesamte Schatztruhe dieser buddhistischen Geistesschulung etwas veranschaulichen. Oft genug greifen wir uns dort quasi so ein Instrument raus und das findet dann hauptsächliche Anwendung. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir ein paar Aspekte von dem, was man Meditation nennen kann, oder was der Buddha Herbeiführung, Kultur, Entfaltung nennt, auseinanderhalten. Ja, dass wir ein paar dieser Aspekte auseinanderhalten. Wir sind an unserem 3. Tag damit beschäftigt, Körperachtsamkeit zu üben, in Haltung. Wir sind damit beschäftigt, Atmungsachtsamkeit zu üben. Und wir haben begonnen, da, wo wir uns abgelenkt oder zerstreut finden, dass wir, bevor wir zurückgehen zum Körper und zum Atem, kurz registrieren, welche Art diese Ablenkung ist, ob sie mental ist oder ob sie körperlich ist, ob sie angenehm ist oder ob sie unangenehm ist. Damit streifen wir bereits den zweiten Bereich dieser Grundlagen der Achtsamkeit, nämlich jenen der Vedana, der Gefühlstönungen. Ich bin mir klar, dass wir nicht alles auf einmal tun können. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr untertags und in den morgendlichen Anleitungen genug Klarheit und Präzision im konkreten Vorgehen jeweils für diesen betreffenden Tag findet. Und heute Abend geht es mir darum, so das Netz ein bisschen weiter zu spannen und den Kontext ein bisschen größer zu machen. Es gibt in Buddhas Vorstellung von Geistesschulung verschiedene Aspekte dessen, was es zu schulen gilt. Und einer der Aspekte hat mit Beobachten zu tun. Beobachten, was passiert bei uns. Ich habe durchblicken lassen, dass ich glaube, dass ganz vieles, was in unserem Leben immer wieder Leidenschaft und immer wieder zu Frustration führt, der verfrühte Eingriff ist, dass wir eingreifen, dass wir in Abwehr, in Abwendung uns auf Dinge beziehen, die wir eigentlich noch gar nicht richtig verstanden haben. Dass wir, ohne richtig auf etwas einzugehen, weil es uns unangenehm ist, dass wir versuchen, es wegzumachen, sei das durch Willen, sei das durch eine Verengung unserer Wahrnehmung, sei das durch Ablenkung, sei das durch einen kompensatorisch forcierten Einsatz von sogenannten guten Absichten. Ja, und in allen Fällen findet irgendwie eine Art Vermurksung statt, eines Prozesses, den wir noch nicht richtig verstanden haben. Es findet etwas statt, das im Grunde genommen nichts anderes ist als mein Wunsch, dass es nicht stattfinden möge. Ja. Ich möchte, dass es gar nicht, ich möchte es gar nicht erst verstehen. Ich möchte einfach, dass es aufhört. Ich möchte nicht mich damit auseinandersetzen und es ergründen, sondern ich möchte, dass es nicht stattfindet. Und wenn es stattfindet, möchte ich es nicht spüren. Und wenn ich es spüre, dann möchte ich, dass es ganz schnell geht. Und hinter unseren Versuchen, scheinbar
uns mit etwas zu beschäftigen, versteckt sich hinter einer dünnen Glasur bemühten Begründens, versteckt sich eigentlich die Abwehr, versteckt sich das Nichtwollen, versteckt sich, um es buddhistisch zu sagen, die Aversion, ja, versteckt sich ein Aspekt von Dosa. Und dieses Unwilligsein, uns auf eine Erfahrung einzulassen, ist oft genug einer der Gründe, weshalb diese Erfahrung und ihr unangenehmes Erleben sich wiederholt bei uns. Jetzt, was hilft uns dabei? Was hilft uns? Eine der Sachen, die helfen, ist etwas, das ich mal Innehalten nennen möchte. Es ist der bereitwillige Verzicht auf Handlungsimpulse umzusetzen. Es ist der bereitwillige Verzicht, meine Bewertungen zu suspendieren. Es ist der bereitwillige Verzicht, etwas nicht weghaben zu wollen. Ich halte inne mit etwas und ich halte es. Eine unangenehme Empfindung, einen unfrohen Gedanken, eine beklemmende Stimmung, ein Geschmack, der meinen Gaumen beleidigt, eine Erscheinung, die mir hässlich scheint, etwas, das mich langweilt. Ja, das sind Beispiele. Das wären Beispiele. Und wenn ich innehalte, dann erlaube ich mir zuallererst, diese Erfahrung zu haben. Und in meinem Innehalten enthebe ich mich zeitweilig von reagieren müssen. Ich erlaube mir, dass ich mit dem Erleben dieser Situation tiefer ins Gespräch komme. Dieses Innehalten geht einher mit einer bestimmten Übung, die man reines Betrachten oder reines Beobachten nennen könnte. Achtet hier auf die Metapher des Sehens. Die Metapher des Sehens taucht immer wieder auf. Wir erkennen, wir durchschauen, wir gewinnen Perspektive, wir beobachten, wir betrachten, ja. Also die Metapher des Sehens taucht häufig auf. Diese Metapher des Sehens ist ganz besonders wichtig, da wo es sich um komplexe, um verwirrende, um möglicherweise überflutende Prozesse handelt in unserem Erleben. Ganz vieles in unserem Erleben ist wie eine kurze Perspektive in unseren Geist nach 2-3 Minuten zutage fördert, ist verwirrend. Ja. Es ist verwirrend, eine genaue Wahrnehmung zu gewinnen. Es ist verwirrend, diese Wahrnehmung zu lösen von meinem Urteil, ob diese hässlich oder schön, angenehm, unangenehm, wünschenswert oder nicht wünschenswert ist. Es ist verwirrend, eine solche Bewertung zu unterscheiden von unserem Wunsch, dieses zu besitzen oder unserem Wunsch, dieses loszuwerden. Es ist nicht leicht, diese drei verschiedenen Stufen unserer scheinbar einheitlichen Erfahrung schließlich zu entwirren von den Folgegedanken, Schuldgefühlen, Rechtfertigungsneigung, ja, was immer da dann einsetzt. Da kommt ein ganzer Rattenschwanz an diskursiven Prozessen, der aus unserer Geschichte kommt, der aus unserer Erfahrung kommt, der aus unseren Neigungen und Abneigungen kommt. Seid ihr noch dran? Eine der Tücken von Geistesschulung ist, dass wir nicht recht wissen, wo anfangen, weil ein bereits oberflächlicher Blick öffnet eine Vielfalt von Perspektiven in unserem Inneren. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir einfach ein paar Techniken klären. Ich verbringe einen guten Teil meiner Zeit damit, Menschen wie euch ans Herz zu legen, dass Meditationsübung mehr ist als Technik. Achtsamkeit ist mehr als nur aufpassen. Satipatthana mehr ist als nur eine eingleisige bestimmte Methode.
Lass mich heute Abend den ketzerischen Versuch wagen, einfach ein paar Techniken zu benennen. Genau die Sorte von Techniken, von denen ich normalerweise sage, dass sie nicht das Gesamte darstellen. Es ist wichtig, diese Techniken als Werkzeuge für uns selbst identifizieren zu können. Innehalten ist eine erste. Einfach Pause. So eine Art großer Pauseknopf in meinem System. Ja, da passiert etwas und ich gehe mal auf Pause. Das ist eine Übung, eine Interventionstechnik, bitte versteht. Das ist nicht eine Lebenshaltung. Ja. Das ist mir wichtig. Ja. Ein Leben in Pausetaste ist hochgradig ineffektiv. Ja. Es ist sehr schlecht, auf Pausetaste Auto zu fahren, Kinder zu erziehen, Beziehungen zu leben. Finanzamt würde sich auch nicht freuen und so weiter. Das muss ich nicht weiter sagen. Ich rede von einer Interventionstechnik, einer meditativen Übung. Ja, das ist nicht ein genereller Vorschlag. Also Pause, Schritt zurück. Was passiert? Wie fühlt es sich an? Was ist das? Was ist das, was jetzt gerade sich ereignet? Ist das eine Empfindung? Ist das eine Gefühlstönung oder eine Bewertung? Ist das eine Emotion? Ist das eine Gedankenabfolge? Kann ich diese vier Sachen unterscheiden? Das ist ganz nützlich, das zu unterscheiden. Stolpert nicht über das Zweite, was ich manchmal Bewertung nenne und manchmal Gefühlstönung. Dieses ist einfach das Spektrum in meinem Erleben, in dem ich etwas als lustvoll, unlustvoll, angenehm, unangenehm registriere. Ja, wie immer ihr das für euch nennen wollt. Ich nenne das manchmal Bewertung, weil es eigentlich ein mentaler Akt ist. Etwas in meinem Geist benennt Dinge als lustvoll oder unlustvoll. Manchmal nenne ich das in der etwas gebräuchlicheren Form von Gefühlstönung, weil das Wort Vedana etwas mit Gefühl zu tun hat. Aber ein Gefühl ganz klar im Sinne von angenehm, unangenehm. Es gibt von diesen Sorten von Gefühlen nur drei Stück. Das ist nicht ein Gefühl im Sinne einer Körperempfindung oder im Sinne einer Emotion. Aber diese vier groben Bereiche, es ist sehr nützlich, diese auseinanderhalten zu können. Weshalb? Weil, wenn ich Angst habe, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit denken. Wenn ich wütend bin, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit denken. Wenn ich traurig oder depressiv bin, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit denken. Hinter diesen Gedankenketten die Emotion zu erkennen, lässt unser Verhältnis oder unsere Verfassung quasi wie einen Stock tiefer fallen. Wenn ich merke, dass ich Angst habe, dann weiß ich, dass ich meinen Gedanken weniger Glauben schenken darf. Ich weiß aus viel Erfahrung, dass jedes Mal, wenn ich unter dem Einfluss von Angst denke, dass sich mein Denken verzerrt, dass ich ihm nicht mehr trauen kann. Dass der Umstand, dass ich Angst habe, macht mich anfälliger auf ein Aufblähen von Risiken, Aufblähen vor Gefahr. Das berühmte Beispiel, das durch die ganze indische Philosophiegeschichte geistert, ist das vom Strick im Halbdunkel. Und je wahrscheinlicher, je mehr ich Angst habe vor Schlangen, umso wahrscheinlicher wird es sein, dass mir dieser Strick als eine Schlange erscheint. Ja, es gibt eine direkte Korrelation zwischen meiner Angst vor Schlangen und der Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Strick als eine Schlange zu vermeiden glaube. Dieses Faktum, dass mein Geist unter dem Einfluss von Emotionen sehr viel weniger zuverlässig arbeitet, als er es im besten Falle sonst zu tun fähig ist, ist, glaube ich, leicht nachzuprüfen. Dasselbe gilt für Lust. Ja. Unter dem Einfluss von Lust scheinen mir Dinge sehr viel verheißungsvoller. Sie scheinen mir sehr viel schöner. Sie scheinen mir attraktiver. Sie scheinen mir glücksversprechender. Unter dem Einfluss von Zorn scheinen mir Dinge hässlicher, geringer, minderwertiger. Sie scheinen mir gröber. Unter dem Einfluss von
Bitterkeit bin ich misstrauischer. Ihr könnt es weiterführen. Ihr werdet, ich erzähle gelegentlich eine kleine Schlüsselerfahrung aus meinem aus meiner Jugendzeit. Also diese Erfahrung, dass ich im Bus sitze auf einer Strecke, die ich gut kenne, immer zur selben Zeit, mit eigentlich immer denselben Leuten. Und es fällt mir auf, dass ich, obwohl ich zur selben Zeit und mit denselben Leuten in diesem Bus sitze, dass ich andere Dinge sehe. Dass, wenn es mir gut geht, dann sehe ich Verliebte und kleine Kinder und schöne Menschen. Und wenn ich traurig bin, dann sehe ich hässliche alte Männer mit roten Augen, die unrasiert dasitzen und keine Schuhriemen in ihren Schuhen haben. Und Frauen mit senkrechten Linien an ihrer Oberlippe, die ihre Handtaschen festhalten und mit sich selber reden. Und solche Sachen. Ja. Und ich frage mich, wie kommt das? Ich bin auf demselben Bus, ich bin mit denselben Leuten. Wie kommt es, dass da jedes Mal andere Leute drin sind? Ja. Und es dämmert mir herauf, dass das sind immer dieselben Leute. Es ist einfach meine Optik, die mich in einer traurigen Verfassung, traurige Menschen, traurige Sachen, traurige Szenarien erkennen lässt oder die mich prädestiniert für das Erkennen von solchen Sachen. Und wenn es mir gut geht und ich heiter bin, dann sehe ich die netten Sachen, dann sehe ich die hoffnungsvollen Sachen. Und vielleicht könnt ihr das aus eurer eigenen Erfahrung bestärken, dass Panyalaponika über seiner Hütte in Sri Lanka, ich habe sie nie gesehen, aber es soll gestanden haben, dass wir das Klima im Geiste haben, dass wir das Klima erleben, das wir im Geiste haben. Wir haben das, we have the weather you have in mind. Ja? Wir haben das Klima, wir erleben das Klima, das in uns selbst vorherrscht. Und ich denke, das ist ganz aufschlussreich. Das ist etwas, was vielleicht anschaulich ist über die Wirkung von Emotion auf unsere Wahrnehmung. Da, wo das stärkere Ausmaße annimmt, spricht die buddhistische Psychologie von einer Verkehrtheit in unserem Wahrnehmen. Das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Abend, die Vipalasas, die Verkehrtheiten, nicht zu verwechseln mit Vipassana, Einsicht, ja. Sehr ähnlich im Klang und sehr verschieden in der Wirkung. Also, innehalten, die Pause und versuchen zu beobachten. Der Akt des Sehens ist faszinierend. Ja? Das Auge, im Gegensatz zu, sagen wir, dem Ohr, ist fähig, Distanz zu schaffen. Unser Auge als Sinnesorgan ist relativ kontrolliert. Wir können unseren Kopf drehen, das hat einen Einfluss auf das Gesichtsfeld. Wir können unsere Augen bewegen, das hat einen Einfluss auf unser Gesichtsfeld. Wir können diese Augen schließen. Das ist eine sehr dramatische Einschränkung unseres Gesichtsfeldes. Wir können über unser Auge einen Kontakt machen, indem wir nicht wahrgenommen werden, indem wir nur wahrnehmen. Ja. Denkt an die Pose des Voyeurs, der nicht gesehen wird, aber der sieht. Ja. Der Kontakt über unser Gesichtsfeld ist nicht nur verbindlich. Manchmal ist dieser Kontakt sehr unverbindlich. Der Kontakt über unser Auge impliziert immer eine gewisse Distanz. Wir können sehr schnell mit dem Auge auf Distanz gehen. Wenn ihr das wollt, wir können Sachen, die wir visuell erleben, können wir leichter in Perspektive kriegen als Sachen, die wir riechen, zum Beispiel. Wenn wir etwas riechen, sind wir in einer viel unmittelbareren Weise in diese Sache drin, als wenn wir etwas einfach sehen. Das hat verschiedene Gründe. Unser Geruchssinn ist ein bisschen älter wahrscheinlich als unser Gesichtssinn. Er sitzt auch tiefer im limbischen System drin. Es passieren über Geruchserfahrungen eine ganze Reihe von unbewussteren Prozessen in unserer Psyche. Und es ist so, dass dieser Sinn vielleicht weniger häufig gebraucht wird heute. Aber wir sagen,
wenn wir der Sprache ein bisschen aufs Maul schauen, wir sagen ganz klare Sachen über unsere Nase, ja, wir sagen von Leuten, dass wir sie nicht riechen können. Und damit meinen wir, wir haben eine tiefsitzende Abneigung gegen sie. Etwas, das sich nicht reflektiv wegarbeiten lässt, zum Beispiel. Also der Akt des Riechens und der Akt des Sehens konstellieren sehr andere Beziehungen. Ich sage euch das, weil mir aufgefallen ist, dass in ganz vieler Meditationssprache wird immer wieder die Analogie zum Sehen gebraucht. Und so nützlich das für einige Sachen ist, wie das, worüber ich heute Abend jetzt rede, so heikel ist es für andere Sachen. Es ist, wenn wir beobachten, immer eine distanzierende Qualität in unserer Beziehung drin. Im Umgang mit eurem Atem zum Beispiel ist das sehr abträglich. Ich halte das für nicht sehr nützlich, seinen Atem zu beobachten. Die Atmungsachtsamkeit in eine Beobachtungsübung des eigenen Atems umzufunktionieren, scheint mir unnötig klinisch, scheint mir unnötig distanzierend. Es ist viel wichtiger, den Atem zu spüren, als ihn zu beobachten. Es ist wichtiger, sich mit diesem den Atem zu bewohnen, als ihn quasi da drüben hinzusetzen und ihn von hier oder von irgendwo hier zu beobachten. Versteht ihr? Das ist ein großer Unterschied. Wo dieses Beobachten hilft, ist bei komplexen und überflutenden Prozessen wie Gedanken oder wie Emotionen. Es ist eine fantastische Übung, wenn ihr eure Wut als Wut registriert und euch beobachtenderweise einmal 15 Reihen zurück von der Bühne ins Parkett setzt und auf diese Wut gucken könnt und seht, da ist Wut, aber das bin nicht mehr ich. Ja, ich bin nicht mehr auf der Bühne. Wenn ihr das beobachtender und distanzierenderweise könnt, ist das fantastisch. Das ist sehr wirkungsvoll und sehr nützlich. Ja, in diesem Zusammenhang ist die Technik des auf Distanz gehens eine unweigerliche Konsequenz von der Metapher von Achtsamkeit oder von Beziehung als eine Beziehung des Sehens, ist es sehr, sehr tauglich. Es ist sehr hilfreich. Es kann uns vor einer Überflutung schützen. Denkt nach, wenn ihr etwas spürt, ja, wenn ihr jemanden berührt, dann weiß dieser jemand, dass ihr ihn berührt. Ihr könnt nicht jemanden berühren, ohne dass ihr zugleich auch berührt würdet. Ja. Die Beziehung ist eine sehr viel ebenbürtigere. Was ich berühre, berührt mich. Mit dem Auge ist es nicht so. Das Auge kann sehen, ohne dass es gesehen wird. Die Distanz, die sich einstellt, wenn ich etwas betrachte, lässt mich viel weiter draußen. Unter bestimmten Umständen ist das sehr hilfreich. Gerade wenn ich mich der verwirrlichen Vielfalt von gedanklichen und emotionalen Prozessen annähere, dann ist es sehr hilfreich, wenn ich das Ganze einfach mal so aus 10 Meter zurück, wenn ich das mal so sehe. Okay, ich muss jetzt nicht mehr Akinjeno sein, ich bin jetzt in der Position eines völlig erwachten Buddhas, der Akinjenos tragische Situation einmal konstatiert. Ich registriere, was läuft mit diesem armen Akinjeno-Wesen. Die Akinjeno-Kondition, was manifestiert die jetzt gerade? Sie manifestiert Wahrnehmung, sie manifestiert Bewertung, sie manifestiert Emotion, sie manifestiert diskursives Denken. Was braucht sie? Eigentlich braucht sie nichts. Sie kann sich leisten, auf Pause zu gehen und wir schauen uns das einfach mal an. Ich brauche nicht zu handeln, ich brauche nicht zu richten, ich brauche nicht irgendetwas zu tun, ich brauche nicht Stellung zu beziehen oder Position oder Partei zu ergreifen. Ich kann mir das Ganze einfach mal so anschauen. Ja, so. Das ist sehr nützlich. Und plötzlich werden nach einigem Anschauen, wenn ich mich da aus der Gefechtszone rausnehme, werden Muster offenkundig. Plötzlich höre ich Stimmen. Ja. Ich höre irgendwie dieses Gedankengewusel. Ich höre die Stimmen. Ja. Für mich ist es sehr hilfreich, persönlich. Ich habe immer wieder über das Horchen, über die Metapher des Hörens, habe ich
Dinge verstanden bei mir, meine eigenen Gedanken oft gehört. Ja, Therapeuten unter euch, bitte atmet durch, keine Panik. Ich rede hier nicht von meiner Psychose. Es ist oft der Tonfall oder die Tonlage unserer diskursiven Tätigkeit, die die Herkunft dieser Gedanken verrät. Ja? Die scheinbar rationalen, aber ein bisschen keifenden Aversionsgedanken oder die etwas leicht hysterischen Angstgedanken oder die mühselig rationalisierten Wutgedanken, ja, die versuchen vernünftig zu klingen. Ja. Manchmal reicht es, als ich so weit weggehe von mir und einfach zuhöre. Das ist quasi wie eine Geräuschkulisse, so dass ihr ganz bewusst wie die Inhalte ausblendet und ihr hört nur das, da ist ein bisschen Gebrabbel und da ist ein bisschen Gefiepe und dort ist ein Säuseln und hier ist ein Brummeln und hier grummelt etwas wirklich tief, irgendwo von unter den Nieren. Ja. Und ich meine, mein Gott, will ich dem trauen? Ist das wirklich die Wahrheit? Soll ich das wirklich glauben, was da kommt? Also ich habe das als sehr hilfreich erlebt, mir einerseits durch Innehalten und Distanz nehmen, durch das Beobachten und dann einfach horchen. Ja, so wie wenn ihr im Bahnhof seid und horcht, ihr macht mal die Augen zu und horcht. Und da kommen Durchsagen in schöner Regelmäßigkeit. Und dann sind Leute, die vorbeigehen, ihr schnappt so Fetzen auf. Und so geht es manchmal im Kopf zu, nicht? Da wird Zeug aufgewärmt, das ihr aufgeschnappt habt. Ziemlich unverdaut wird es wieder wiedergekäut. Oder Dinge, die man euch eingebläut hat oder besonders dramatische Sentenzen, die sich euch eingeprägt haben, dann kommen kleine Bewertungen hinzu und alles ist voller Fetzen und Schnipsel und ganz vieles ist unfertig. Unsorgfältige Wahrnehmungen, halb erstickte Gefühlchen, voreilige Bewertungen, ja, das ist eine ziemliche Unordnung. Denn ich weiß nicht, wie es, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ja, ich schließe jetzt einfach mal von mir auf euch. Also da ist, wenn ich in meinen Geist hineinschaue, ein ganzes Sammelsurium, eine ganze Halde von recht eigentlich unfertigen, unausgegorenen, voreiligen, im Großen und Ganzen hochgradig unverlässlichen Materialien, ja, läuft da ab und ist da scheinbar bemüht, irgendwo einen Kommentar zu bilden zu meinem Leben. Und es gibt eine Instanz, die aus diesem Sammelsurium an Material versucht, Ordnung zu schaffen. Die sagt, okay, das ist jetzt wichtiger als das, das muss jetzt geschehen, oder? Hier muss nichts geschehen, das können wir einfach durchlaufen lassen. Circulé, ja, so, durch. Und der ist wichtig, halt. Wo gehört der hin? Der muss bleiben, ja. Den müssen wir behalten. Ja. Den dürfen wir nicht vergessen. Nicht vergessen. Ja. Aber da ist auch ein wichtiger. Auch, ja. Also da ist ein Gehakel oft. Und der Akt der Distanznahme und des Beobachtens wirft ein erstaunlich unschmeichelhaftes Licht auf diese ganzen inneren Prozesse. Ich glaube, es ist nützlich, dieses Beobachten zu üben. Überall dort, wo wir nicht, wo es keinen Handlungsbedarf gibt im Leben, wo wir nicht am Steuer sitzen oder pädagogisch wirken müssen, oder versteht ihr, wir haben immer wieder Pausen, wo wir nicht handeln müssen, wo wir in diese Position des Beobachtens gehen können. Und ich glaube, das ist eine nützliche Sache, dieses zu üben. Einige Menschen machen das natürlicherweise. Die Statistik von Meditierenden und Leuten, die in Meditationshäuser und Klöster und ähnliche Szenarien kommen,
besagt, dass unter euch eine überdurchschnittliche Häufigkeit ist von Leuten, die das natürlicherweise tun, die das möglicherweise sogar missbräuchlich tun, ja, indem sie ganz gerne da draußen sind auf Pause und ohne Handlungsbedarf ganz gerne einfach beobachten und beobachten und beobachten und beobachten. Das ist vielleicht eine nützliche Frage, die ihr an euch selber richten sollt, ob dieses nicht vielleicht bereits zu einer antrainierten Strategie eurer selbst gehört. Ja, das ist nicht unmöglich. Dennoch, ich gehe das Risiko einmal ein, trotz der Statistik, die gegen euch spricht, dieses als Übung zu empfehlen. Zu empfehlen, dass wir da, wo wir nicht Handelnde zu sein haben, dass wir Gebrauch machen von dieser Fähigkeit des Innehaltens, Gebrauch machen von der Fähigkeit des genaueren Untersuchens. Etwas, was mir hilft dabei, ist ein Akt, den ich mal registrieren nenne. Ich benenne, welche Kategorie meiner Erfahrung angehört. Ist es Körper? Ist es Emotion? Ist es Lust oder Unlust? Ist es Gedanken oder Vorstellung? Bloß diese grobe Unterteilung meines inneren Prozesses in eine dieser vier Kategorien, die, wie ihr unschwer erkennt, einer sehr einfachen Form des Rohmaterials der vier Satipatthanas entspricht, ist eine ganz hilfreiche, perspektivische Hilfestellung. Zu wissen, das sind Gedanken. Ja, das ist nicht die Wirklichkeit, das sind Gedanken. Und diese Gedanken, ich weiß das, die stellen ab auf meine Wahrnehmung. Diese Gedanken sind ein bisschen überdreht jetzt, ein bisschen zu beschleunigt, da ist ein bisschen zu viel Staccato drin. Und das ist so, weil diese Gedanken etwas mit Angst zu tun haben. Weil diese Angst auf etwas zurückgeht, was mit meiner Wahrnehmung von dir als gefährlich zu tun hat. Ja. Weil ich dich als gefährlich wahrnehme, passiert etwas hier, das hat mit Angst zu tun. Und wenn diese Angst in meinen Kopf kommt, dann macht diese Angst mit meinem Denken etwas. Wenn ich vor dir keine Angst habe, dann gehen meine Gedanken runter. Ich merke, die Tonlage ändert sich. Kommen so vom Falsetto langsam runter ins Alt. Ja. Besonders Menschen nehmen wir hochgradig subjektiv wahr. Ja. Wahrnehmung ist eine fantastische Sache. Es packt einen an sich fließenden Prozess, ja, der sich uns mitteilt durch einzelne Sinneserfahrungen, einzelne Sinnesdaten, die über Auge, Ohr, Nase und so auf mich einströmen. Und Wahrnehmung fasst das so in Päckchen, nicht? Fasst es so. Ein paar dieser Sinnesdaten werden zusammengerafft und dann werden Gesichter draus. Oder eine Rose oder ein Knollenblätterpilz oder meine Lieblingshorrorsituation im Büro oder irgendwie, ja. Meine Wahrnehmung fasst einzelne Sinneserfahrungen so zusammen zu Päckchen. Wie die genau zusammengepackt werden oder die Interpunktion in diesem Zusammenpacken ist hochgradig subjektiv. Ja. Wenn ich ihn frage, wie er jetzt da drüben aussieht, dann findet er, dass der Mann da drüben Vitalität, Mut, Beherztheit und Initiative zeigt. Ja. Wenn ich mich frage, wie der drüben aussieht, dann denke ich, der ist aufdringlich, fühllos, expansiv und gefährlich. Ja. Der da drüben, der macht scheinbar dieselben Sachen. Bei mir registriert das als bedrohlich und ich bin betupft und ich bin schon leicht in der Defensive. Seine Züge beginnen sich so schon so langsam ins Psychotische zu wandeln. Und er da, er ist vitalisiert, er ist stimuliert. Er denkt, Mensch, endlich sagt dir einer, was Sache ist und kommt raus und hört auf mit diesem politisch korrekten Gebrabbel, nicht?
Und bei mir und bei ihm laufen sehr unterschiedliche Sachen ab. Ich gehe mehr so weiter, wie kann ich mich vor dem schützen? Wie kann man das irgendwie eindämmen? Ja, ist da, wo ist, was tue ich, wenn der drohende Kontrollverlust eintritt? Und ja, kann man den einsperren oder gibt es hier irgendwie den starken Mann, der ihn einschüchtert? Oder wo ist mein Betäubungsgewehr? Oder ja, und er da drüben fühlt sich angenehm angeregt, finde es belebend und kostbar und vitalisierend für diese Situation. Und in mir und in ihm gehen sehr unterschiedliche Prozesse, Wahrnehmungs- und schließlich Gedankenprozesse, emotionale Prozesse ab. Ihr versteht, das, was wir untersuchen, wenn wir Meditierende sind, sind komplexe Ereignisse, die sich in Phasen ereignen. Eine Möglichkeit, diese Satipatthanas anzuschauen, ist, sie als verschiedene Phasen einer Erfahrung anzuschauen. In den Textbüchern beginnen diese Phasen im Körper, gehen über die Gefühlstönung, gehen zu Stimmung und schließlich zu diskursivem Prozess. Eine praktischen Erfahrung kann ich das nicht wirklich immer so bekräftigen. Manche Dinge beginnen mit dem Wohlgefühl. Ihr lauft irgendwie durch den Wald. Und etwas registriert, ja. Ihr wisst noch nicht genau was. Es könnte ein Geruch sein, es könnte etwas erregt eure Aufmerksamkeit, ja. Es ist eine Art Aha-Gefühl. Und es ist angenehm, es ist neu, es ist interessant. Und ihr wisst noch eigentlich gar nicht, was es ist. Aber euer Interesse ist geweckt. Dieses Erwecken von Interesse erlebt ihr als stimulierend. Ja, da ist eine gewisse Vitalität, Neugierde ist plötzlich da. Die Vedana, angenehm, setzt unseren Prozess in Gang. Und dann dreht ihr euch rüber und schaut genauer hin. Ja, in diesem Augenblick geht eure Vedana, angenehm, plötzlich ist Aufmerksamkeit verfügbar. Geht in euren Körper. Ja. Mit diesem Interesse geht einher eine Art freudiger Überraschung. Das schlägt sich auf eurer Physiologie nieder. Ja. Brust weitet sich, Atem geht ein bisschen tiefer. Blick geht in die größere Distanz und ihr schaut. Und dann seht ihr, oh, wieder eine Vedana. Jetzt ein Lächeln, ja, Kaya, plötzlich geht's in den Körper. Und dann wird, weil es euch gefällt und euch wohl ist dabei, kriegt ihr ein gutes Gefühl, ihr kriegt Freude, ja, eine Citta. Und dann kommt die Textzeile und sagt, ah, das ist ein roter Reizker, ja, ihr mögt rote Reizker und ich hätte nicht gedacht, dass ich einen um diese Jahreszeit schon antreffe. Ja, ein kleiner roter Pilz. Und ich treffe einen kleinen roten Pilz im Wald als Abfolge von Prozessen, wenn wir das einmal nicht Akinjana trifft auf einen roten Pilz, sondern unter dem Blickwinkel der Satipatthanas anschauen. Ja. Etwas beginnt mit angenehmen Gefühlen, einer Ausrichtung meiner Aufmerksamkeit, mein Körper reagiert, ich sehe, was es ist, ich freue mich. Und dann erst kommt eigentlich der Kommentar dazu, ja, die Selbsterklärung, ja. Ich habe eben einen verfrühten Pilz gefunden oder so. Jetzt, wenn wir beobachten und wenn es uns gelingt, diesen Geist etwas, wenn wir nicht geschult sind, dann ist alles, was wir an dieser Pilzbegegnung erlebt haben, ist nahtlos, ja. Mein plötzliches Interesse, meine genaueres Nachschauen, mein körperliches Hinzugehen, meine Freude, mein Erkennen dessen, was das ist und schließlich mein Wunsch, es zu pflücken. All das ist eigentlich eine Sache. Ja? All das ist eine nahtlose Erfahrung, wenn ich nicht wirklich gelernt habe, diese Aspekte genauer zu untersuchen. Wenn ich
ein Meditierer bin, dann mag es mir gelingen, einzelne Phasen durchaus auseinanderzuhalten. Da war nichts und dann ist da plötzlich was. Dieses Was, obwohl ich noch nicht genau weiß, was es ist, hat mein Interesse erregt. Das, was mein Interesse erregt hat, hat mich gefreut. Das, was mich gefreut hat, hat mir eine gute Stimmung gemacht. Das, was mir eine gute Stimmung gemacht hat, hat in mir den Wunsch nach Besitzen wach werden lassen. Ja? Das sind sehr, sehr verschiedene Phasen. Und keine dieser Phasen verlangt unweigerlich das Eintreten der nächsten. Ich kann den Pilz auch einfach von dort, wo ich bin, sehen lassen, stehen lassen, sagen, okay, ist wieder ein langweiliger Pilz, was soll's? Ja. Oder ich kann sagen, fein, schöner Pilz, wunderbar, aber ich pflück ihn nicht. Oder ich kann sagen, ach, wieder so ein hässlicher Pilz, mein Gott, ist diese ganze gruselige Pilzen, Zeug da im Wald, ich mag meine Wälder sauber ohne Pilze. Ja. Also, es ist nicht notwendig, dass aus einer Phase unweigerlich die nächste erfolgt. Und ihr werdet sehen, dass wenn wir unbedarft durch die Welt und unser Leben gehen, dann sind wir laufend in Verkettungen unseres Wahrnehmens, Erkennens, Einordnens, Fantasierens drüber, Wünschen oder Wegwünschen. Ja, wir sind laufend in solchen Prozessen drin. Und diese Prozesse haben erstaunlich viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun und erstaunlich wenig oft mit der vermeintlich objektiven Wirklichkeit. Ja, gerade Wahrnehmung ist hochgradig subjektiv. Ein Beispiel davon, meinem fiktiven Gefährten und mir, die wir beide einen dritten fiktiven Gefährten erleben, der sich etwas lebhaft äußert. Beobachten, innehalten, Pause, registrieren, verschiedene Phasen in unserem Erleben unterscheiden können. Der Buddha sagt, alles, was uns angenehm ist, hat eine definitive Tendenz in uns den Wunsch nach Besitzen, nach Behalten, nach Wiederholung zu wecken. Alles, was in uns unangenehm ist, erweckt in uns den Wunsch nach Minimieren, Ausblenden, Wegschieben, draußen bleiben, nicht mehr wiederkommen. Ganz einfache Prinzipien der Aneignung und des Wegschiebens oder der Abwehr. Tief, tief drin. Die Übung des Beobachtens hilft uns sehr, diese Dynamiken genauer zu entschlüsseln. Hilft uns sehr zu merken, dass wir an jedem Punkt dieser Erfahrung aussteigen können. Es ist nicht notwendig, dass wir durch das ganze Programm durchgehen. Wir müssen nicht jeden Pilz abreißen, den wir sehen. Wir müssen nicht jeden Gedanken zu Ende denken, jede Emotion auskosten, jede Vorstellung ausmalen. Wir können aufhören. Wenn ihr wisst, dass diese Gedankenkette euch verärgert, dann ist es möglich auszusteigen und zu wissen, ich brauche jetzt nicht über die Dinge nachzudenken, von denen ich mit großer Sicherheit weiß, dass sie mich verärgern. Mein Lehrer und Mönchsvater hat immer ein Mann mit beträchtlicher Qualität und mit beträchtlicher Praxis und mit guter Sammlung und einigem an Lebenserfahrung. Und er hat gesagt, wenn ich wissen will, wie sich Depression anfühlt, dann weiß ich sehr leicht, wie das geht. Alles, was ich tun muss, ist, ich muss über mich nachdenken. Ich muss denken, ich. Ja. Und nach kürzester Zeit wird es traurig. Ja. Ich kann einfach denken, ich, und dann habe ich eine Geschichte. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir auf bestimmte Züge nicht mehr aufzuspringen brauchen. Hand aufs Herz, ich meine, wie oft habt ihr schon gedacht, womit ihr heute Nachmittag zugebracht habt, zu denken? Wie viele der Sachen, die ihr heute Nachmittag in eurem Denken begegnet habt, sind euch bekannt?
vielleicht seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Ich vermute einmal, wenn ihr mir das verzeiht, ich vermute einmal vieles. Ich vermute, dass unser Denken im Wesentlichen sehr viel weniger originell ist, als wir uns das gerne einreden möchten. Jetzt, dieses zu wissen und dieses zu registrieren, bedeutet schon eine große Freiheit. Es bedeutet die Freiheit, dass wir uns nicht glauben müssen, was wir denken. Es ist eine riesige Freiheit, einfach zu sagen, ja, ich höre dich, du quakst schon lange, aber heute gehe ich dir nicht mehr auf den Leim. Ja. Es ist wie irgendwie der krächzende und fluchende alte Papagei auf der Veranda, dem irgendjemand das Fluchen beigebracht hat. Und jetzt jedes Mal, wenn jemand reinkommt, flucht er. Ja, und man kann ihn nicht einfach stoppen, aber man weiß, das ist nicht so gemeint. Das ist ein Papagei. Das ist, was er kann. Er flucht. Ja. Aber niemand erschreckt sich mehr oder niemand erschaudert mehr darob. Oder? Es ist irgendwie so, wir haben aufgehört, es zu glauben. Wir haben aufgehört, ihm Gewicht oder Bedeutung beizumessen. Das ist eine Form der Freiheit, die wir ganz leicht erringen können, wenn wir registrieren, welche unserer Schlaufen gerade laufen in unserem Geist. Welche unsere Bänder. Und ich bin sicher, dass ihr wie ich ein paar eingespielte Bänder habt. Ich habe so einen, der ist nie zufrieden. Einfach nicht. Egal. Egal, was ich tue. Ich habe vieles getan, um den Kerl zufrieden zu kriegen. Und er ist nie zufrieden. Und ich weiß, ich kann auf dem Bauch durch eine Wüste kriechen mit einem brennenden Kreuz und er wird immer noch nicht zufrieden sein. Ich weiß, der wird nie zufrieden sein. Nie. Der kann das nicht. Der will das nicht. Und wenn ich mich darauf verlege, diesen Kerl zufrieden zu kriegen, dann werde ich mich verheizen. Und er wird am Schluss sagen, hättest du besser machen können. Oder da hat noch einer gefehlt. Oder du hast nicht gelächelt dabei. Oder der ist nie zufrieden. Und ich weiß, sobald ich dem auf den Leim gehe und versuche, dem zu gefallen oder seine Anerkennung zu finden, bin ich verloren. Ich weiß, dass ich nicht mit dem reden darf. Und ich vermute, dass es anderen Menschen ähnlich geht, dass es da einfach Instanzen gibt in uns, die wir nicht als unsere Freunde erachten dürfen und die wir nicht als ebenbürtige, teilnahmevolle Wesenheiten ansprechen dürfen, sondern vor denen wir uns hüten müssen. Und das Innehalten, das Beobachten, das Zuhören, das Registrieren und dabei die ganz bewusste Pausentaste. Ja, also nicht handeln, nicht bewerten, Urteil suspendieren, solche Sachen. Ist wunderbar. Das macht frei, wenigstens zeitweilig frei. Bitte? Diese Gedanken. Ich bin nie mit mir zufrieden. Kann doch manchmal auch sehr sinnvoll sein. Wenn ich eine Bremse repariere und ich denke, ach, repariert ist auch gut, dann ist es ganz gut, wenn ich nicht den Anspruch habe, zufrieden zu sein. Ja, aber das ist nicht derselbe. Das ist nicht derselbe Charakter. Eine halb reparierte Bremse in der Tat ist keine gute Bremse. Da bin ich voll mit dir einig. Aber ich rede nicht von einer Instanz, die mir sagt, hey, da fehlt noch etwas. Ich rede nicht von einer ermutigenden, anspornenden Instanz. Ich rede von einer hämischen, nachträglich bewertenden Instanz. Das, wovon du sprichst, ist etwas, das dir sagt, hey, da ist noch etwas, was zu leisten ist. Ich bin da noch nicht durch. Ich bin zwar etwas müde jetzt, aber da müsste ich noch. Das ist, glaube ich, nicht dieselbe Instanz. Ich verstehe, dass du hier eine Lanze brichst für den Teil in uns, der einen Appell spricht an das Vollenden von etwas, an den Punkt kommen, wo man es absetzen kann. Aber ich rede von einer nachträglich bewertenden und unversöhnlichen Instanz. Ich möchte die nicht verwechselt wissen. Ich glaube, das, was du ansprichst, das scheint mehr eine Art
Gewissensfunktion zu sein. Du merkst, da ist noch mehr zu leisten. Und dieses soll fertig werden und es ist noch nicht fertig. Ja, auch wenn ich jetzt etwas müde bin oder mir die Energie auszugehen droht. Aber die Bremse ist noch nicht tauglich. Ich glaube, unter dem Strich wirst du den Ton dieser beiden Stimmen unterscheiden müssen. Und die Anspornende, die dich ermutigt, weiterzumachen, etwas, was schwierig geworden ist, aber noch unfertig ist, ernst zu nehmen und den anderen nicht ernst zu nehmen. Ich würde dich einfach bitten, zu horchen, zu beobachten und zu schauen. Es wird sich sehr leicht zeigen, welchem du auf die Dauer Glauben schenken darfst. Ich gehe einfach davon aus, dass wir alle, auch unter günstigen Umständen, Stimmen internalisiert haben, die uns nicht zum Glücke gereichen. Und wenn wir uns zu Sklaven dieser Stimmen und dieser ihrer Urteile über uns machen, dann kämpfen wir mit vielen Windmühlen. Bitte? Ich hätte auch noch eine Frage. Wenn ich jetzt diese Pausentaste sozusagen drücke, dann ist die Situation ja entweder irgendwie, also negativ, irgendwie nicht. Ich versuche erstmal einen Stopp reinzubekommen. Aber ist da nicht in der Situation ja schon ein Konzept dahinter, dass diese Situation, dass ich überhaupt registriere, dass das negativ ist? Oder dass es mit irgendwelchen Ängsten verbunden ist? Weil an und für sich wäre es ja eigentlich nur ein Sinneskontakt oder ohne dass schon irgendein, da schwingt ja schon ein Gefühlstönung mit, damit ich überhaupt die Pausentaste drücke. Das ist eigentlich nicht mein Vorschlag. Mein Vorschlag wäre, dass da, wo kein Handlungsbedarf ist, dass ich mir erlaube, in diesen Beobachtungsmodus zu gehen. Ich sitze am Tisch und warte. Und es kommen Leute rein und ich sehe mir diese Leute an und die haben Gesichter und ich merke, wie ich beginne, diese Gesichter zu bewerten oder ich sehe, wie diese Leute schöpfen oder so. Ich merke, wie die Art und Weise, wie die schöpfen, in mir Wahrnehmungen abruft. Ich denke, mein Gott, das ist aber viel. Ja, hätte ich nicht gedacht. Guck mal, wie drängelt, ist das nicht so? Deshalb nimmt er nur so wenig Salat und so viel von der, ja. Und ich gehe in den Beobachtungsmodus und sehe, wie da jemand plötzlich meine Wirklichkeit kommentiert, ja. Und ich weiß, dass ich diese Gestalt nicht bin. Ich muss nicht glauben, was da geredet wird. Es ist möglich, dass ich das einfach als eine nicht mir zugehörige Erfahrung erleben kann. Ich sage, ja, schau mal an, wer da redet, mein Gott. Das ist aber ganz schön kritisch, ne? Ja, oder was ist das, Futterneid oder was? Also, du merkst plötzlich, dass da verschiedene Kräfte am Werke sind und es ist dir möglich, Kraft einer beobachtenden Haltung, dieses zu sehen. Das ist auch möglich, dass du irgendwo Schönes siehst. Ja, oft ist eine Situation, wenn wir uns rausnehmen, plötzlich kriegt eine eigentümliche Schönheit. Ich glaube, was diese Beobachtungsposition tut, ist, sie distanziert das, was über unsere Sinne, über unser Denken, unsere Gewöhnungen, unsere Wahrnehmung abläuft, distanziert das von einer Ich-Bezogenheit. Ja, also in buddhistischer Psychologie würdest du vom Anatta-Aspekt reden. Da ist Denken und dieses Denken ist reaktiv. Was diese Gedanken antreibt, sind Sankaras, sind Willensgestaltungen, die durch voraufgehende Prägungen zustande gekommen sind und die werden jetzt abgespult. Ja? Und in dem Maße, in dem du diese einfach abspulen lässt, ohne sie umzusetzen, sei das durch Sprache oder durch Handlung oder durch gerichtete Absicht, hast du eine Chance, diese Kräfte tiefer zu verstehen, ohne sie zu inszenieren. Da, wo du sie zu inszenieren beginnst,
inszenieren kann bedeuten, dass du sagst, okay, da muss eingeschritten werden. Also zwei große Salatbestecke voll Feldsalat, das geht nicht. Ja, da muss ein Stopp. Ja, da muss eingegriffen werden. Das wäre ein jetzt krasses Beispiel. Da, wo du dieses tust, wirst du karmisch aktiv wieder. Da, wo du es nicht tust, spulen die quasi ab und du bekräftigst sie nicht. Erfahrungsgemäß schwächen die sich, wenn sie nicht bekräftigt werden, weil all diese Gestaltungen auch vergänglich sind. All dieses braucht, damit es sich erhält, dauernd Bestärkung, Bekräftigung, erneute Bejahung, sonst läuft das durch. Das ist auch bei positiven oder angenehmen Erfahrungen möglich. Ich bin etwas zögerlich mit diesem positiv oder negativ, weil du kannst in einer sogenannten negativen Erfahrung unglaublich viel lernen. Und du kannst unglaublich viel positive Erfahrungen machen und nichts kapieren. Ja, das muss vielleicht mal einfach gesagt werden. Habe ich geantwortet auf deine Frage? Ja. Ja, bitte? Ja. Ist der Beobachter frei von Tendenz? Nicht immer, nein. Schau, der Beobachter, das ist eine fiktive Position. Ja, wenn das Ding groß wird, dann ist der Beobachter wahrscheinlich schnell einmal reingesogen. Der Beobachter ist auch nicht wirklich du kannst da nicht eine Identität draus zimmern. Das bist nicht wirklich du. Oder das ist nicht irgendwie dein besseres Selbst oder so etwas. Ja. Es ist eine Fähigkeit des Geistes, die andere Funktionen des Geistes in Perspektive kriegt. Ein Aspekt von Citta, der andere Aspekte von Citta aus einer gewissen Distanz zu betrachten vermag. Aber der kann blitzartig, kann der aufgefressen werden. Wenn das Ding hier, das du vermeintlich beobachtest, eine gewisse Intensität erreicht, kann es dich leicht reinholen. Ja, und du hast deine Distanz verloren. Und dann siehst du nicht mehr die Gedanken, sondern dann bist du wieder deine Gedanken. Ja, dann kommen sie wieder hier, nicht mehr hier. Diese Distanz ist normalerweise das, was wir Samadhi nennen. Ja, das. Jetzt in meiner kleinen Beobachtungsübung ist es noch eine sehr bescheidene Samadhi. Aber je kräftiger deine Geistessammlung wird, umso mehr legt sich deine Erfahrung quasi so, deckt sich so aus vor dir. Und du schaust in einer Weise, in der du zwar noch verbunden bist, aber zugleich nicht mehr in der direkten Weise betroffen, wie wir das oft sind so in unserem Alltagserleben. Also das bedeutet dann, die Dinge einzusehen? Ja, im Idealfall. Oder in einer größeren Wirklichkeit, ja. Der Idealfall, ja, Yathabhutanyana Dasana, also Dinge erkennen, wie sie wirklich sind, diese Erkenntnisstufe, ja, das ist das. Aber schon geringe Zugewinne sind durchaus von Nutzen, ja, auch wenn sie nur kurzfristig sein mögen oder auch wenn sie relativ zu dem, wo du sonst lebst, Klärung darstellen, dann ist das sehr kostbar bereits. Ja. Ich denke, das geht vielen Menschen, die meditieren, so sie einfach merken, wo sie sonst leben, weißt du, plötzlich gehst du irgendwie mal ein bisschen, wird's ein bisschen weit und du merkst, mein Gott, normalerweise lebe ich irgendwo in diesem kleinen Kistchen, ja, das ich um mich herum gezimmert habe, aber eigentlich ist da so viel Platz links und rechts. Ich muss nicht in dieses Kistchen, ich bin nicht in diesem Kistchen. Wenn ich bereit bin, loszulassen für einen Augenblick, dann wird's weit. Spricht das auf deine Frage an? Bitte? Die Pausentaste verstehe ich als eine Art Deeskalationsstrategie gegen schlechtes Karma. Naja. Gegen schlechtes Karma. Ich mag die Deeskalationsstrategie. Das ist definitiv entschleunigen. Dedramatisieren, deeskalieren, das ist definitiv die Richtung. Okay. Schlechtes Karma, okay, gegen Karma ist ein bisschen vollmundig, weil Karma ist nicht das, was du kriegst, Karma ist das, was du machst, wenn wir genau sein wollen.
Das, was du kriegst, ist Vipaka. Das ist die Frucht oder die Reifung von früherem Handeln. Ja? Es ist eine Distanznahme zur Intensität. Und von daher, es deeskaliert deine Betroffenheit. Ja, definitiv. Und weil es deine Betroffenheit mindert, bist du weniger versucht, reaktiv neues Karma zu machen. Also aus Abwehr oder aus Begehren oder aus Ungeduld oder ganz schlimm, um es klar zu sagen, unsere schlimmsten Formen von Karma, die tun wir nicht aus Bosheit, sondern die tun wir aus Unachtsamkeit, aus Unwilligkeit, aus Oberflächlichkeit, aus Faulheit, überlieferte, falsche Sachen zu untersuchen. Ja. Unsere schlimmsten Verfehlungen sind in den seltensten Fällen schiere Bosheit oder ungedrosselte Gier oder so, sondern in den meisten Fällen sind wir dort karmisch am abträglichsten und am gewichtigsten im Sumpf, wo wir aus Verblendung, aus Faulheit, aus Nachlässigkeit, aus Oberflächlichkeit, aus Ängstlichkeit, uns mit Dingen wirklich abzugehen, pfuschen. Ich glaube, das ist meine Meinung, das ist nicht, was der Buddha sagt, also bitte mit Vorsicht zu genießen, aber das ist, was ich so erlebe. Ich glaube, die karmisch gewichtigsten Sachen sind Gewohnheitssachen, sind Unaufmerksamkeitssachen, sind Nachlässigkeit, sind solches Zeug. Ja. Das glaube ich bei mir. Und ich kenne meinen Fall, kenne ich besser als andere Fälle, aber also ich bin sicher durch Schlamperei und Unsorgfalt und Nichtgründlichkeit, ja, einfach Dinge nicht ernst, karmisch verwickelter als durch meine schiere Gier oder durch meine Bosheit, auch wenn ich zu beidem durchaus noch fähig bin. Ja. Habe ich auf dich geantwortet? Ja. Gut. Du sagtest nicht, ich zugehörig zu diesen Mustern, die man beobachtet. Ja. Ich versuche gerade rauszubekommen, dass es dann besteht, jetzt, wenn er wird. Weißt du, was ich meine? Ich vermute. Du wirst mich korrigieren, wenn du merkst, dass das nicht der Fall ist. Du bist verantwortlich für diese Muster. Sie finden bei dir statt. Du kannst sie bekräftigen oder du kannst sie schwächen oder du kannst sie ablegen. Insofern haben diese Muster schon was mit dir zu tun. Aber diese Muster konstituieren nicht deine Persona. Sie konstituieren nicht dein Selbst, sie gehören dir nicht wirklich, sie machen dich nicht wirklich aus, sie sind nicht dein wahres Selbst, wenn du so willst. Ja. Die Freiheit. Schön gesagt. Ich unterscheide immer zwischen wahrem Selbst, sofern es sowas überhaupt gibt, und dem Ich. Gerade an dem Punkt eher zu erkennen, dass mein Ich zusammengesetzt ist eben aus verschiedenen Funktionen, es funktioniert und erkennt. Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Wenn du mit Ich eine Funktion meinst, die fähig ist, Vorstellungen, Bedürfnisse, Tatabsichten tatsächlich umzusetzen und sich ihrer bewusst zu werden, dann und diese Funktion keine ontologischen Ambitionen hat, dann bin ich völlig mit dir einig, dass man einen solchen Ich-Begriff gebrauchen kann. Dieses Ich besteht im Wesentlichen aus Identifikationsakten eines Teils deiner Selbst mit anderen Teilen deiner Selbst. Also ein Teil denkt und ein Teil ist sich dieses Denkens bewusst. Und dann sagt der zweite Teil, ha, das ist mein Gedanke. Ja. Und er sagt, okay, das ist ein kluger Gedanke. Ha, ich habe einen klugen Gedanken. Und dann geht der kluge Gedanke weg, dort wo alle Gedanken hingehen, und ich bleibe ein kluger Kerl. Diesen Akt nennt der Buddha Identifikation. Und er hält ihn für sehr zentral für alles Leiden. Das Problem ist, dass es diesen Protagonisten meines Erlebens in der von mir mutgemaßt soliden Weise nicht wirklich gibt. Weil der nächste Gedanke kommt und der ist dumm.
Und mein kluges Ich hat ein Problem, weil jetzt kommt nämlich ein dummer Gedanke. Und wenn der dumme Gedanke kommt und ich dasselbe Verhältnis zu ihm habe wie zum klugen Gedanken, dann bin ich jetzt nämlich ein dummer Kerl. Und das macht mir Probleme. Es macht mir Probleme, weil ich nicht gerne dumm bin. Und es macht mir Probleme, weil es nicht sehr lange anhält. Weil ich habe viele Gedanken. Und wenn ich so bin, wie meine Gedanken sind, dann bin ich ganz viele Dinge. Ja, dann bin ich ein ziemlicher Flohzirkus. Also, worauf kann ich ein solches Ich abstellen, ist die Frage des Buddha. Und er ermutigt uns immer wieder zu schauen, was die Basis für ein solches Ich sein könnte. Unsere Willensimpulse, unsere Emotionen, unsere Vorstellungen, unsere Gedanken, unser Körper. All das ist nicht wirklich eine sehr solide Basis für ein Ich. Also, jedes Mal, wenn du dir deine Zehennägel abschneidest, schneidest du ein Stück von deinem Ich ab, wie im Falle der Identifikation mit deinem Körper. Und das ist. Tut mir auch immer weh. Siehst du? Ja, aber was bleibt da noch? Da zahlst du den Preis. Das ist immerhin ein Ich, das nachwächst. Andere Dinge wachsen nicht mehr. Schau, das Problem mit dieser Sorte von Ich ist gerade, dass es immer nachwächst. Ich würde dir einfach mal empfehlen, riskiere die punktuelle Nicht-Identifikation mit deinem Erleben. Ja, das verstehe ich. Aber ein Ich zu haben, das aufhört, macht auch Angst. Und ein Ich. Am Schluss. Falsch. Es tut erst am Schluss weh, aber die Angst, die hast du schon längst vorher. Ja. Angst hast du immer, bevor es beginnt, weh zu tun. Ja. Angst ist etwas, das immer jetzt stattfindet und sich immer auf etwas bezieht, was noch nicht eingetreten ist. Du kannst vor Dingen, die einmal ganz kurz wehtun, ein Leben lang Angst haben. Ja. Also ich bin da nicht einverstanden mit diesem letzten Punkt. Die Freiheit von diesem Ich ist natürlich immer erkauft zum Preise der Konfrontation mit dieser Angst. Ja, was denn bleibt, wenn ich nicht meine Gedanken bin oder mein Körper oder meine Gesundheit oder meine Kreativität oder mein Reichtum? Natürlich macht das Angst. Deshalb ist es ja so, das ist ja der Kick eines Ichs, nicht? Wir versuchen uns mit diesem Ich, egal wie fiktiv es sich letztlich herausstellt, versuchen wir uns zu schützen vor dieser Veränderlichkeit, die letztlich immer impliziert, dass ich auch verschwinden werde, dass diese Welt unter meinen Sinnen dunkel wird und es mir zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern. Und diese Angst, sich zu stellen, ist unglaublich belebend. Es ist unglaublich belebend zu merken, dass die Vögel weiter pfeifen, auch wenn ich ihnen keine Namen mehr gebe und wenn es nicht meine Vögel sind. Es ist befreiend zu merken, dass wenn ich mich mit meinen Gedanken nicht identifiziere, werde ich nicht dümmer deswegen oder ich höre nicht auf zu sein. Du merkst auch, wir sind sehr voreingenommen, was gerade das Denken angeht. Wir können recht lange ohne Geschmacksempfindungen sein, ohne das als eine Gefährdung unserer Identität zu erleben. Ich kann hier sitzen, mehrere Stunden und meditieren und nicht sonderlich viel schmecken auf meiner Zunge, ohne dass ich das Fehlen dieser Geschmacksempfindungen als eine Gefährdung meines Ichs erleben würde. Bei Gedanken, da sind wir ein bisschen heikler. Sobald diese Gedanken endlich einmal aufhören, was wir scheinbar ersehnt haben, ängstigt uns das oft. Ja, plötzlich die Frage, ja, wer bin ich denn? Ja, da war immer was los und jetzt ist da gerade nichts los. Und wo bin ich denn hingegangen? Ich gebe dir recht, was diese Angst oder diese Ungewissheit angeht. Und zugleich ist die Begegnung mit dieser Angst und dieser Ungewissheit etwas vom Vitalisierendsten. Es zeigt uns auf, dass wir nicht wirklich diese
Wesen sind, die wir glauben zu sein durch unsere Selbstkonstruktion. Ich gehe davon aus, dass diese Selbstkonstruktion eine Art Abwehrreaktion gegen genau diese Ungewissheit ist. Ja, so eine Art Spasmus gegen Schmerz und Nichtwissen. Und um diesen Spasmus herum organisiert sich meine gesamte Persönlichkeit. Organisiert sich meine Persona, wenn du so willst. Jetzt nicht in einem jungschen Sinne, sondern das Sammelsurium meiner Neigungen, Tendenzen, meiner Ängste, Fürchtungen, Begehren und so weiter. Du kannst ja kleine Versuche machen. Aber wie begegne ich, wenn ich deine Gedanken bist, wenn du nicht von dir? Du spürst sicher nicht, als erstes sicherlich nicht meine Gedanken. Ich bin sicher, dass du andere Dinge vorher spürst von mir als meine Gedanken. Am besten begegnest du mir wach, geistesgegenwärtig. Ich persönlich würde schätzen, wenn du mir wohlwollend begegnest. Es ist etwas Wundersames in dieser Offenheit, die sich aus dem Nichtsein-Müssen, was uns unsere Ich-Konstruktion vorgaukelt. Ja, da ist etwas, ich glaube, wirkliche Begegnung wird erst dort möglich, wo wir beide aus unseren Kisten raus können. Weißt du, wo wir nicht unsere Geschichten sein müssen. Wir tragen die Narben dieser Geschichte und die Erfahrungen, aber wir sind über diese Geschichte andere geworden. Und während diese Geschichte uns quasi prägt, brauchen wir die nicht mehr eins zu eins zu sein. Wir brauchen uns nicht mit jeder einzelnen Verletzung und jeder einzelnen Anerkennung zu identifizieren. Ich sehe da eine riesige Freiheit, auch bereits psychologische Freiheit, geschweige denn spirituelle Freiheit. Ich hoffe, wir können das mal vertiefen. Gut. Vielleicht von dir ein Hinweis. Es ist aber nur ein Hinweis. Wie ist das Grundprinzip der Manipulation? Weil das ja ziemlich häufig vorkommt, Manipulation. Ich versuche dich dazu zu kriegen, etwas zu tun, das meinen Bedürfnissen dient. Und ich versuche das so zu tun, ohne dir das zu sagen. Das wäre eine so aus dem Ärmel gezogene. Das ist aber ziemlich offensichtlich. Es gibt ja diese versteckte Manipulation, die ich gar nicht merke. So. Also es wird ja irgendwas in mir angesprochen, was ich in dem Augenblick vielleicht von mir selbst gar nicht weiß, was angesprochen wird. Das ist ja da irgendwie möglicherweise, was ich mir manchmal so vorstelle, der Trick an der Sache. Aber da bin ich glaube, eine der Unterscheidungen zwischen Beeinflussung und Manipulation für mich wäre, und bitte, das ist nicht definitorisch sauber, das ist einfach, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, dass Beeinflussungen finden laufend statt. Ja, da wo du mit Menschen bist, beeinflussen wir uns in deklarierter, aber auch in subtiler oder in energetischer Weise. Was etwas zu Manipulation machte in meinem Sprachgebrauch, wäre der Umstand, dass ich gezielt und nicht deklariert darauf hinarbeite, dich zu etwas zu bewegen, das etwas von mir bedient, ohne dich das zugleich wissen zu lassen. Also eine verdeckte Beeinflussung, die dich instrumentalisiert dazu, dass etwas für mich stattfindet. Also ist dann als Schutz ist dann immer gut zu sehen, was ist die Handlung oder wer profitiert davon oder so. Das ist sicher eine gute Frage, ja. Also wenn du mit Menschen bist, wie gehen die mit Macht um, mit Verantwortung, wie selbstoffenbarend sind die, was sie wollen und wovor sie Angst haben? Also das sind sicher gute Fragen. Fein, darf ich absetzen für heute Abend? Danke für euer Interesse und euer Mitmachen.